Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Ja, wir haben wieder ein bisschen was an Schrott gesammelt, aber wir brauchen immer noch zwei Schrott, damit wir uns einen neuen Haken bauen können. Weil unser gibt bald den Geist auf und ich hoffe, den da kriegen wir jetzt. Nein. Die Wellen sind zu hoch, deswegen kann man das jetzt schlecht einschätzen. Ja, doch. Da war aber jetzt leider kein Schrott mit dabei. Die Insel da hinten, die kriegen wir ja nicht mehr. Weil wir ja die Motoren noch nicht in Betrieb nehmen können. Was ich auch schade finde. Warum können wir die eigentlich noch nicht in Betrieb nehmen? Was brauchen die eigentlich? Motor einschalten. Ein Motor kann 100 Planken fahren. Steht hier. Wir haben aber zwei Motoren, das heißt, wir können zwei Planken nutzen. 200 Fundamentdinger hier nutzen. Die Frage, die ich mir stelle, ist das hier nicht vielleicht sogar schon zu groß? Ich bin mir da nämlich nicht sicher, ob unser Schiff nicht vielleicht zu groß ist oder zählt nur der Grundboden hiervon. Ah, wir fahren direkt auf ein Floß zu. Ich hoffe, der hat Schrott. Ich hoffe wirklich, der hat Schrott. Den kriegen wir so nicht. Komm. Ja, geil. So, einen Schrott brauchen wir noch. Und den schmeißen wir mal weg. Genauso wie die hier. Jetzt haben wir sogar drei Seil hier auf Tasche. So, wir fahren direkt drauf zu. Komm. Ich hoffe, Boris greift uns nicht an. Wo ist Boris? Wo ist Boris? Ne, jetzt ernsthaft, wo ist Boris hin? Hä? Gibt's keinen Boris mehr? Oh, dahin müssen wir. Ist Boris krank? So, dann nochmal so. Nochmal so. Und hops. Boris. So, wir haben aber jetzt erstmal genug von Schrott. Das wird reichen. Da ist Boris. Boris lebt also doch noch. Boah, hat der mich jetzt erschrocken. Alter. Das war jetzt übel. Genau in dem Moment, wo ich mich umdrehe, kommt er genauso angekrochen hier. Und beißt zu. Jo, wir haben jetzt aber wieder ordentlich Planken. So, dann können wir jetzt aber eben den hier bauen. Und packen Restseil wieder hier rein. So. Den Rest können wir wegschmeißen. Was wir da nicht brauchen, wie die hier, wir haben wieder einen Bolzen. Und den hier auch können wir wieder hier reinpacken. So, zwei Schrott haben wir sogar noch. Das ist gut. Das heißt, wir können daraus nochmal Nägel bauen. So. Dann daraus machen wir einen. Und der kommt auch noch weg. Genau hier. Hier bin ich mir nicht sicher. Jetzt ist der hier wieder am Weg. Toll. So. Jetzt funktioniert wieder. Nice. Wir kommen voran.
So, und jetzt müssten wir hier bitte... leider kein Schrott. Wir müssen zur nächsten Insel und da wieder Schrott sammeln. So. Dann... das weg, das weg, das weg. Und wir müssen wieder was essen. So, zwei Rüben. Wo ist denn eigentlich mein anderer Haken? Da. So, den haben wir erwischt. Das wird nicht reichen. Ich glaube, das... Na, das würde passen, ne? Das würde hier noch passen. Komm. Ja, geil. Aber kein Schrott. Wir brauchen Schrott. Boah, ich finde es nice. Wir können hier jetzt schon ein bisschen rumlaufen. Wir müssen aber schauen, ob das hier auch wirklich passt. Ist das hier eigentlich genauso unten? Ne, hier haben wir... Das will ich jetzt mal ausprobieren. Hier. Wenn wir den jetzt hier packen, können wir runter. Das passt noch. Das passt sogar noch gut. Dann lassen wir das so. Wenn das so passt. Das heißt, dann können wir das andere, was ich hier vorhatte, vielleicht doch noch bauen. So, mit dem hier. So, und so. So wie den hier. Jetzt haben wir kein Holz mehr dafür. Jetzt haben wir Holz, ne? Ja. Nein? So. Das müsste dann... Alter, passt perfekt. Ich bin ein Genie. Dann hätten wir hier sogar noch irgendwie... für irgendwas. Das ist ja genial. So. Ich glaube, unten haben wir wieder was. Aber, wie viel Holz haben wir noch? Dann können wir hier... Ne, wo? Hier. Nochmal so machen. Und so auch nochmal. Boah, passt doch perfekt. Hätte ich jetzt echt nicht erwartet, dass das so klappt. So, dann müssen wir aber wieder das hier wegschmeißen. Das und das. Haben wir noch irgendwas zum Wegschmeißen? Nope. Da ist ein Fass. Den brauchen wir. Bitte hab Schrott. Ja, nice, der hat Schrott. So, den Stein können wir wegschmeißen. Und die Blätter auf. Was ich auch mal machen könnte, ist das hier. Packen wir mal hier hin. Mit Wasser füllen. Und dann können wir das da hier ein bisschen... Können wir hier Wasser... Hä? Achso, der ist nicht mal voll. So, der ist jetzt ganz voll mit Salzwasser. Flasche voll Salzwasser platzieren. Ich habe eine andere Idee. Wir haben hier ja... irgendwo was für Wasser gehabt. Wo war denn das? Für Frischwasser. Irgendwie so ein Aufbereiter, so eine andere Art Aufbereiter. Recycler. Nee, hier müsste das wahrscheinlich sein. Hier Reiniger. Da brauchen wir 8 Planken. Dann lass uns mal 8 Planken holen. Dann können wir das Ding bauen. Dann können wir den da wegschmeißen.
8 Planken. So, warte mal, wir gehen mal hier. Vielleicht sind da noch genug Planken mit bei. Und Plastik auch. So, geht unten wieder los. So, 2 Planken noch. Da war der Boris. Glaube ich zumindest, dass das der Boris war. Da kommt wieder ein Fass. Und Ali Hopp. Ich hoffe, den erwischen wir. Das war ein weiter Wurf. Ja, geil, den haben wir. Aber uns fehlt trotzdem eine Planke. Vielleicht ist unten wieder eine. Dann hätten wir einen neuen Wasseraufbereiter, der deutlich besser ist als das hier. So, jetzt haben wir genug. Dann hier können wir den Fortschrittchenreiniger jetzt mal bauen. So. Ich würde sagen, wir packen den erst einmal hier hin. Und Flasche voll Salzwasser platzieren. Ja. So. Brauchen wir den gar nicht mehr. Können wir den irgendwie entfernen? Also, oder komm, wir schmeißen den einfach so weg. Vielleicht finden wir irgendjemanden, der glücklich damit ist. Komm, das können wir auch hinterher schmeißen. So, wie viel haben wir jetzt? So, Seile haben wir genug. Wir brauchen aber wieder hier ein bisschen Plastik. So, haben wir Planken wieder? 1, 2, 3. Ja, jetzt haben wir 4 Planken insgesamt. Nice. Das heißt, dann machen wir hier auch einmal so zu. Und ich würde sagen, das reicht so. Oder? Oder wir machen den bis ganz oben hin, dass hier jetzt nochmal solche Dinger kommen. So. Und dann machen wir hier eine Tür. Wäre auch viel, viel nicer. Ist das Ding fertig? Oh, geil. Oh, wie nice. Boah, wir lassen das jetzt so. Ja, genau so. Oder warte, wir machen das erstmal. Ziehen den erstmal ran. Und dann jetzt noch ein Versuch. Ja, nicht ganz. Ja, geil, jetzt haben wir den. Nice. So, das können wir wegschmeißen, das können wir wegschmeißen. Boah, ich bin am Überlegen, vielleicht noch eine zu bauen. Von den Dingern, von den Plastikflaschen. Hier Flasche. Oh, können wir sogar machen. Dann haben wir noch eine mehr. Da können wir den immer voll mit hier Salzwasser machen. Komplett voll. Und hier rein. Und dann können wir den immer zum Trinken auffüllen. Und auch umgekehrt. Warte mal, wir sortieren das mal ein bisschen um. Dann packen wir das mal so. Und schnappen uns den da. Bis der Haken zerbricht. Wir schnappen uns den da. Bis der Haken zerbricht. So, ja geil, jetzt haben wir den. Ich hätte das noch dreimal weitergemacht, so mit dem Spruch hier wiederholen. So, dann müsste... Ah, genau, wir wollten erstmal da hinten. Den hier machen. Und hier auch nochmal. Und dann nochmal den. Da haben wir jetzt aber kein Holz mehr. So. Nice. Jetzt haben wir wieder genug Holz. So. Dann brauchen wir hier jetzt nochmal eine Tür. Wo haben wir Türen? Hier haben wir Türen.
Ja, mit R kann man auch drehen, aber ist nicht so, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. An den fahren wir vorbei, die holen wir uns aber trotzdem. So, den holen wir uns. Komm. Ich brauche dich. Come on. Bitte. Ja, geil. Und da war... Nee, ah, toll. Drei hatten wir davon noch gebraucht. Super. Das kann aber weg. Und das kann weg. Und das kann weg. Und was? Wir haben ein neues Rezept. So. Nee, das waren nicht Rezepte. Hier waren die Rezepte. Da tauschen wir das mal ein bisschen. So. Wir haben aber Hunger. So, dann essen wir erstmal die Kartoffeln. Und hier nochmal zwei Rüben. So. Den will ich haben. Und den da auch. Ah, nice. Das heißt, jetzt können wir eben die Tür hier bauen. Genau so rum. Es soll ja in unsere Richtung aufgehen. Nicht nach innen, sondern hier in unsere Richtung. Hier, die gehen ja auch beide in unsere Richtung. Und die gehen ja auch hier in diese Richtung auf. Und die gehen auch beide in diese Richtung auf. Das schon, hat schon alle seine Richtigkeit. Aber wir wollen ab jetzt dann genau, wieder die Dinger. Und wir haben jetzt wieder keine Nägel, kein Schrott, kein Holz. Oh, nice. Gefällt mir schon ein bisschen mehr. Ui, da kommt eine Kiste. Ich hoffe, der hat Schrott. So. Komm schon, dich will ich haben. Noch ein bisschen, komm. Und, haben wir den? Nö. Ah, nein! Jetzt haben wir die Planke. Egal, Planke nehmen wir trotzdem mit. So, jetzt haben wir dich. Nice. So, jetzt müssen wir aber die beiden hier tauschen und das können wir wegschmeißen. Und wir haben wieder vier Kartoffeln. Nice. Ah ja. Auch mal weg. Ah. Können wir jetzt hier Süßwasser auffüllen. Nice. Dann können wir hiermit nochmal mit Salzwasser auffüllen und dann da oben auch nochmal. Dann haben wir immer Wasservorrat. So, und dann schauen wir mal, was ist eigentlich unten hier angekommen. Fast zumindest haben wir. Ich hoffe mit Schrott. Hoffe ich wirklich. Aber jetzt schauen wir erstmal. Wir haben keinen Schrott. Aber wieder zwei Steine. Was sollen wir damit? Wir haben hier auch wieder genug Essen. So. Ich hoffe, der hat Schrott. Ich hoffe es wirklich. Ein Schrott. Wow. Wie viel haben wir insgesamt jetzt? Ah, wir haben 7 Schrott. Wir haben 7 Schrott. So, ich hoffe, da ist zumindest einer nochmal drin. In dem da. Da hinten kommt sogar wieder ein Floß, ein Raft. Toll. Kein Schrott war da mit bei. So, aber wir schmeißen das wieder weg. Das hier. Machen die Kiste nochmal mit dem Plastik voll. So. Ach, bräuchten wir doch sogar mehr als erwartet. Okay. Ja. Da können wir aber jetzt den hier fertig machen. So. Kommen wir hier durch? Ja, Siggi. Hier kommen wir durch.
So, und den holen wir uns auch nochmal. Ja, geil, den haben wir erwischt. Der hat sich nicht gelohnt. So, eins, zwei und drei. Und dann hier nochmal abschließen. Eins. Jetzt brauchen wir wieder Schrott. Nein, wir brauchen wieder Schrott. Na super. Eigentlich könnten wir hier sogar mehr Räume machen, denke ich mir. Wir könnten hier deutlich mehr Räume machen. Aber ich würde sagen, wir fangen gleich schon mal an, sobald wir die zwei da noch platziert haben, mit dem mittleren Boden. Damit wir den mittleren Boden schon mal fertig haben. Und dass wir dann hier zumindest einmal bis nach hinten hin und nach vorne hin schon mal ausbauen können. Und hier oben rumlaufen können. So. Hallo Nachbar! Ja. Wird auf jeden Fall. Hier oben, hier, kommt dann erstmal auch noch hier die Schiffskantine, sage ich jetzt mal. Ich weiß jetzt nicht, wie der Fachausdruck ist. Aber ich nenne das jetzt mal Schiffskantine. Und dann, also nur der hintere Bereich, da kommt die Schiffskantine und Küche. So, den will ich haben. Komm. Ja, nice. Ein Schrott haben wir. Falsche Taste. So. Das heißt, wir können jetzt nochmal hier einen hinbauen. Aber uns fehlt noch ein Schrott. Ich hoffe, den da kriegen wir. Ja, sieht danach aus. Nope, der hat keinen Schrott, sondern den Dinger. Also das falsche Schrott, sage ich jetzt mal. So. Komm schon. Nice, bitte hab Schrott. Bitte hab Schrott. Ich bin enttäuscht. So, weg. Weg. Und weg. Wir können mal schauen, was unten jetzt gibt's. Planken haben wir auch auf jeden Fall wieder jede Menge. So, einen Moment. Dann schmeißen wir das und das wieder weg. Hier war doch vorhin noch ein Fass. Sind wir schon durchgeschwommen? Ist er durch uns durchgeschwommen? So, komm. Ja, geil. Boah, Planken haben wir jetzt wieder ordentlich was. Aber ich hätte wirklich gerne wieder... Ah, geil, wir haben Schrott. Das heißt, wir können nochmal so was herstellen. Dann haben wir das da jetzt fertig. So, geil. Dann machen wir jetzt oben den Fußboden. Nice. Und sobald wir hier oben haben, packen wir den erstmal nach oben. Ja, wir sind durch welche durchgeschwommen. Aber wir packen dann das hier nach oben. Sobald wir hier den Bodenbereich fertig haben. Den muss ich jetzt noch schnell erwischen. Komm. Ja, Palmblatt nehmen wir auch noch mit. Ausnahmsweise. Aber lassen den auch gleich wieder frei. In die Freiheit mit den Palmblättern. So. Dann hier frei, frei. Du bist frei, du bist frei. Okay, machen wir so. Aber jetzt können wir dann uns erstmal, sobald wir hier oben fertig haben,
so den Bereich. Da können wir danach uns dann um den, um die Außenwand hier kümmern. Und dann Zimmerverteilung. So. Den kriegen wir. Und wir haben wieder einen Stein. So, komm schon. Den kriegen wir so nicht. Aber jetzt. Komm. Komm schon. Ich brauch dich. Ja, geil. So. Freiheit für Palmblätter. Und für Steine. Achso, wir müssen erstmal wieder was trinken. So, dann können wir hier nochmal voll machen. Und ich würde sagen, vielleicht damit, auch wenn wir den auch nochmal voll machen. So. Können wir vielleicht den auch so wieder nachfüllen. Ah, okay. Ah. Interessant. So, genau. Wir können wieder ein bisschen was bauen. So. Wir müssen schauen, wie wir das hier machen. So, weil hier wird ja eigentlich, abgesehen vom Kantinenbereich da, eigentlich schon offen sein. Aber hier wird schon alles offen sein. Das ist dann Überdeck. Hier geht's unter Deck und hier ist dann Überdeck. Da müssen wir schauen, wie wir das hinkriegen. Dass man dann nicht aus Versehen hier die Treppe runterfällt. So, und den hier nehmen wir uns auch noch. Und hier. Oh, diesmal haben wir ordentlich hier was gesammelt. Wir können gleich... Okay. Wir können dann gleich hier zweimal was bauen. Nice. So, aber jetzt müssen wir definitiv was essen. Wir haben hier 6 Kartoffeln auf Tasche. Und wir haben jede Menge Müll. Wie das hier oder das hier. Und wir machen hier nochmal ein bisschen was raus. Ah, ich habe noch Seil gehabt, die ich nicht brauche. So. Nice. Und dann schauen wir hier nochmal. Warte mal, wir können bestimmt noch irgendwas lernen, oder? Bienenglas, Feder, Titanbarren. Okay, da können wir... Eine Batterie. Wir könnten eigentlich nochmal eine Batterie bauen. Was bräuchten wir für eine Batterie nochmal? Wo waren die? Hier, glaube ich, ja? Oder hier? Hä? Wo waren die Batterien? Hier. Ein Kupferbarren, 3 Schrott und 6 Kunststoff. Könnten wir tatsächlich mal planen, hierfür zu machen. Beziehungsweise den da schmeißen wir dann da rein, wenn er leer ist. Und nehmen uns dann den vollen wieder hierfür. So als Idee. Ah, nice, die Kartoffeln sind fertig. So, noch eine Planke rein. Mal schauen, wie viel wir jetzt wieder unten haben. So. Und einen können wir nochmal bauen. Okay, dann machen wir den einen erstmal. Komm, wir machen den hier hin. Dann fangen wir erstmal den Bereich an. Dann können wir den nach oben umziehen. Und dann fangen wir dahin an. Und ich würde sagen, wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!